Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Und heute geht es um den bevorstehenden GTA 5 Film Fast and Furious, den wir für euch drehen. Und ja, erstmal mega fettes Dankeschön, Leute. Ihr habt da mega krassen Support auf den Trailer dagelassen. Das war wirklich unglaublich, was ihr abgeleistet habt. Unfassbar. Wir haben über 20.000 Aufrufe auf den Trailer. Wir haben über 500 Likes auf den Trailer. Es wurde geteilt, es wurde kommentiert. Ihr habt uns auch privat geschrieben. Also es war wirklich unglaublich, Leute. Und erstmal ein fettes Dankeschön meinerseits und natürlich auch im Namen meines Teams. Denn die haben sich ebenso gefreut wie ich. Ja, es sind Artikel erschienen in der PC Games, GameStar, Play 3 und noch etliche mehr. Ist echt unglaublich. Und ja, am Dienstag habe ich ein Interview mit Spieletipps. Gucken, was da so, ja, wie das so abläuft. Ich habe das noch nie gemacht, keine Ahnung. Ja, ihr habt uns Fragen gestellt über Insta, Facebook, in den Kommentaren. Und auf die wichtigsten Fragen werde ich gleich eingehen, werde euch dann Antworten dazu geben. Ich habe die zwar auch schon in den Kommentaren und auch so beantwortet, aber ich werde es noch mit Video festhalten jetzt. Und danach werde ich euch ein bisschen mitnehmen, werde euch mal so zeigen, wie wir drehen, wie das Ganze so abläuft und was man so am PC dann noch nachbearbeiten muss. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Bock drauf. Mich freut es auf jeden Fall mega, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr jetzt dabei seid. Und ich würde sagen, wir quasseln gar nicht mehr lange, wir legen los. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Film in GTA zu drehen? Puh, das ist eine gute Frage. Wie bin ich auf die Idee gekommen, einen Film zu drehen? Wir fangen erstmal ganz von vorne an. Also GTA ist ja nun schon ein paar Jährchen alt. Ne? GTA ist ja rausgekommen, ich glaube im September 2013. Und da war es natürlich neu. Da hat man halt erstmal die Story gespielt. Dann ist man das erste Mal online gegangen, hat erstmal Missionen gemacht, hat gelevelt. Und irgendwann ist es aber so, irgendwann reizt einen das Spiel nicht mehr so. Weil, naja, man hat alles schon gesehen, man hat alles schon gemacht und dann wird es halt langweilig. Und naja, dann kam irgendwann der Editor und ich meine, noch vor dem Editor habe ich auf der PlayStation 3 auch schon Videos gedreht, unter anderem Musikvideos. Die waren natürlich lange nicht so gut wie die heutigen GTA-Videos, weil kein Editor. Und selbst da habe ich schon Fast and Furious gedreht. Davon existieren, glaube ich, sogar 3-4 Minuten auf meinem Kanal. Aber naja, irgendwie. Ja, das Videoschneiden, dieser Editor, den man halt hat, mit dem man halt Videos machen kann, der reizt halt. Ne? Also man kann halt schon wirklich geile Sachen in GTA machen, weil es halt eine riesige Welt ist und man halt extrem viele Möglichkeiten hat in GTA. Und naja, ich meine, das macht so den Reiz aus. Also für mich auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall echt Bock drauf, GTA-Videos zu machen, heute sogar noch. Und ich meine, dieses Projekt beweist es ja im Prinzip. Und wir gehen aber noch eine Stufe höher, denn wir werden sogar, also wir machen im Film sogar Sachen, die eigentlich in GTA nicht möglich sind. So, das ist halt das Geile und das macht halt Spaß. Und ja, so bin ich halt auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Ich habe halt schon Knight Rider in GTA gedreht, das war glaube ich 2016 oder 2017 glaube ich. Da haben wir die erste Folge Knight Rider, der Pilotserie, nachgedreht, damals noch mit einem anderen Team. Und mit denen habe ich sogar 2 Folgen gedreht. War auf jeden Fall auch eine sehr, sehr geile Zeit und war eigentlich auch ein sehr, sehr cooles Team. Ist nachher leider ein bisschen auseinandergegangen, schade eigentlich, aber trotzdem war es eine geile Zeit und wir haben echt ein cooles Projekt da geschaffen und oder erschaffen. Denn die beiden Folgen sind nach wie vor im Kanal und werden heute noch gerne geklickt und geguckt. Bekommen heute noch Kommentare dazu und ist einfach nur geil. Und Fast and Furious wollte ich immer schon machen. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber Fast and Furious war immer so das Ding, was ich in GTA umsetzen wollte. Warum gerade dieser Film? Gut, wir hätten noch hier einen anderen Film nehmen können. Und wir haben tatsächlich schon vorher Projekte gehabt, also andere Filme gehabt. Aber wie schon eben erwähnt, auf der PlayStation 3 wollte ich Fast and Furious schon umsetzen. Nur auf der PlayStation 3 war es nicht möglich. Und zur PlayStation 4 hin kam dann natürlich die Unterbodenbeleuchtung und das bot sich dann natürlich schon direkt an, diesen Film zu drehen. Auch gerade den ersten Teil, weil ich finde, meiner Meinung nach ist der erste Teil von Fast and Furious der beste Teil. Aber naja, es waren auf jeden Fall noch viele andere Filme, die wir gedreht haben, beziehungsweise wo wir angefangen haben. Einfach mal angefangen bei Beverly Hills Cop zum Beispiel. Wir haben Beverly Hills Cop den ersten Teil, die Anfangsszene mit dem LKW haben wir gedreht. Aber das war damals auch noch ganz zu Anfang der PS4-Zeit, glaube ich, oder sogar noch PS3-Zeit, ich weiß gar nicht mehr.
Was haben wir noch gedreht? Wir haben angefangen mit Jason Bourne. Jason Bourne war auch super geil und den hatten wir auch schon angefangen. Ganz oben auf der Liste stand auch John Wick. John Wick haben wir auch angefangen. Da sind, glaube ich, die ersten 5 Minuten fertig. Aber das sind alles so Projekte, die wir dann nach kurzer Zeit wieder leider einstampfen mussten, weil wir entweder keine Leute dafür hatten oder ja, weil es irgendwie in GTA nicht umsetzbar war. Zumindest damals, weil wir damals noch nicht so die Kenntnisse hatten von Videos bearbeiten und so. Und ja, irgendwie bin ich aber immer wieder auf Fast and Furious zurückgekommen, weil wie gesagt, Fast and Furious, geiler Film, der erste Teil, mega. Und ja, die Schauplätze in GTA hat man, zumindest die meisten. Und ja, bot sich einfach an, den Film zu drehen und letztendlich haben wir es durchgezogen. Wie lange arbeitet ihr schon an diesem Projekt? Boah, ich glaube, an dem Film sitzen wir jetzt mittlerweile seit April. Ich glaube, wir haben Mitte April angefangen mit dem Film und ja, zwischendurch war es ein bisschen schwieriger, weil natürlich die Leute arbeiten müssen. Dann kam Corona, dann hatten die Leute ein bisschen mehr Zeit, aber ich arbeite in einem Job, der halt, ja, wie es halt so gerne genannt wird, systemrelevant ist. Das heißt, ich muss halt auch weiterhin arbeiten und habe dann halt auch nicht so die Zeit. Und ich bin ja gerade derjenige von uns, der die ganzen Sachen aufnimmt und schneidet. Und da der GTA-Speicher ja nicht so groß ist, muss ich dann halt immer gucken, ich nehme auf, schneide die Sachen fertig, ziehe sie mir auf den PC und dann können wir wieder weiterdrehen. Das hat halt ein bisschen aufgehalten. Aber trotzdem finde ich, dafür, dass wir April angefangen haben und jetzt November haben, finde ich, ist es schon eine ganz gute Leistung eigentlich. Also etwas mehr als ein halbes Jahr sind wir jetzt dran, ja. Gab es Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten? Ja, Schwierigkeiten hat man immer beim Drehen. Also die meisten Probleme beim Drehen waren wirklich die NPCs. Die NPCs haben uns wirklich viel kaputt gemacht. Wir haben zwar Jobs gebaut für manche Aufnahmen, aber man konnte natürlich nicht alles im Job drehen. Das war einfach nicht möglich. Das war einfach gar nicht umsetzbar in einem Job, weil es einfach keinen Job gibt, den du so bauen kannst. Es gab unterschiedliche Fahrzeugklassen, weshalb wir halt schon nicht in einem Rennen drehen konnten. Es gab halt Tag-Nacht-Wechsel, wo wir halt drauf aufpassen mussten. Und nicht jeder Job ist halt in der Nacht umsetzbar. Das waren halt echt Probleme, die wir gehabt haben. Wie gesagt, dann die NPCs haben uns echt viel kaputt gemacht. Nehmen wir alleine schon mal die Szene am Anfang, das erste Rennen zwischen Dom und Brian. Auf dieser Straße zu drehen, ohne dass NPCs in den Weg fahren, das war Katastrophe, das war einfach nur Katastrophe. Könntest du dir vorstellen, weitere Projekte dieser Art in GTA umzusetzen? Weitere Projekte in GTA, klar, logisch, wieso nicht? Also ich würde auf jeden Fall jederzeit Projekte in GTA drehen. Ich habe sogar noch einige Ideen, was ich machen könnte oder möchte. Aber naja gut, jetzt warten wir erstmal ab. Wir gucken jetzt erstmal, wie der Film ankommt, ob die Leute das feiern, ob die Leute das gut finden. Und dann, vielleicht haben wir sogar einige Leute einen Wunsch, was sie gerne sehen wollen würden oder so. Keine Ahnung. Aber generell, klar, wir hätten auf jeden Fall Bock, noch weitere Projekte in Angriff zu nehmen. Nur ist halt die Frage, was. Und ja, jetzt erstmal auf den Release vom Film warten. Und dann gucken wir mal. Welche Filme könntest du dir noch vorstellen? Welche Filme? Ja, ich habe eben schon ein paar Filme erwähnt, die wir angefangen hatten, wie zum Beispiel Beverly Hills Cop, Jason Bourne, John Wick. Also John Wick könnte ich mir echt gut vorstellen, in GTA umzusetzen. Könnte bei ein paar Stellen vielleicht was schwierig werden, aber sollte machbar sein eigentlich. Aber gut, das lasse ich jetzt einfach drauf ankommen. Wie gesagt, wir gucken jetzt erstmal, wie der Film ankommt. Und dann schauen wir mal. Vielleicht haben ja sogar Leute einen Vorschlag oder einen Wunsch, was sie gerne sehen wollen würden. Weil bei uns war auch schon mal die Rede von Need for Speed. Es gibt ja diesen Film mit Aaron Paul. Der ist auch eigentlich sehr, sehr cool. Den könnte man auch in GTA umsetzen. Oder vielleicht auch nur noch 60 Sekunden. Das wird schon ein bisschen schwieriger, könnte aber trotzdem umsetzbar sein. Also generell haben wir auf jeden Fall Bock auf Projekte und nochmal einen Film drehen könnte ich mir sogar auch noch vorstellen. Aber da ist halt die Frage, ja, was und was interessiert die Community halt, ne? Und ja. Ich würde es einfach darauf ankommen lassen und gucken, ob die Community Vorschläge hat. Okay Leute, dann zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze so hinter den Kulissen abläuft bei uns, wie wir quasi die Szenen Take für Take drehen. Und ja, ich hoffe, dass euch das Ganze halt gefällt. Bei uns ist es nicht so wie ein richtiges Filmset, also bei uns stehe ich nicht da oder sitze halt nicht hier und sage dann, Kamera läuft, ready und Action. Nein, bei uns kommt auch keiner mit einer Klappe vorbei und schlägt dann mit einer Klappe oder so. Wie gesagt, wir sitzen hier alle an unseren Konsolen. Ich erkläre den Leuten in der Lobby, was sie tun sollen. Und dann sage ich irgendwann, los geht's. Und dann wird das Ganze gemacht. Ich erkläre dann zum Beispiel so von wegen,
Toretto. Ich sage halt einfach mal die Filmnamen, weil dann könnt ihr es euch besser merken, als wenn ich euch jetzt die ganzen echten Namen sage. Ich sage dann zum Beispiel Toretto, du gehst jetzt zum Schrank, machst die Aktion Cola trinken oder E-Cola trinken, wie es in GTA heißt, und gehst dann zurück zum Tisch. Zum Beispiel jetzt die Szene im Sandwichladen, wenn er sich halt was zu trinken holt. So, und dann wird gedreht und dann erwarte ich natürlich auch, dass man es das genauso macht, wie ich das gerne hätte. Und wenn es nicht läuft, dann machen wir es dann nochmal und nochmal und nochmal. Je nachdem, wie so oft es halt dauert. Weil ich achte da schon echt drauf, dass das halt wirklich perfekt sitzt nachher. Aber gut, ihr könnt euch selbst davon überzeugen. Ich werde euch jetzt mal einen Clip einblenden, wie wir jetzt die LKW-Szene am Tag gedreht haben, also quasi am Ende, wo Vince am LKW hängt. Da werde ich euch mal einen kurzen Clip abspielen, wie wir halt gedreht haben. Ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns gleich wieder. So, okay. Also, Mario, du weißt, was du zu tun hast? Ja. Okay, sobald wir an dem Schild sind, das große Schild, was auf der Straße steht vorne, ne? Ja. Wenn wir da drunter herfahren, dann kannst du dich vor dem LKW einscheren und während du dich vor dem LKW einscherst, sagst du deinen Text, okay, dann also ab. Okay? Okay. Sehr gut. So. Dann los. Okay, dann also ab. So, okay. Ich hoffe, das ist was geworden. So. Okay, Teddy, du kannst mal drehen und wieder zurückfahren. Sebastian, du kommst jetzt gleich zu mir. Das kannst du zurückfahren jetzt zum Schild. Nee, du kannst, also ihr könnt hier vorne stehen bleiben beim Schild. Oh. Ich muss kurz mein Auto wechseln. Okay. So, Sebastian, wo bist du? Ich bin die ganze Zeit NPC, ich toll. Genau, steig mal bei mir ein jetzt. So, Teddy, wo bist du? Ich bin hier hinten. Warum kommen so viele NPCs jetzt auf einmal? Achso, meine MOC ist weg, ja, stimmt. Alles klar. Das ist jetzt blöd. So viele NPCs. Ja, meine MOC ist jetzt weg, weil ich jetzt bei Sebastian und Dings bin. So. Okay, Mario, du fährst jetzt einfach ganz vorne. Also einfach vor mir noch. Du brauchst. Also eigentlich kannst du. Du kannst eigentlich schon. Pass auf, fahr bis. Fahr mal bis dahin, wo ihr eben gewartet habt auf uns. Mhm. Da kannst du hinfahren, da kannst du warten. So. Jetzt mache ich nämlich das mit Sebastian hier eben. Ina, du fährst wieder genauso wie vorher. Odin auch. Und ja, ich fahre jetzt vor Teddy. Und. Während ich vorne fahre, Sebastian, musst du aber oben raus stehen. Gleich. Noch nicht. Gleich erst. Gleich während der Fahrt musst du. Während der Fahrt musst du hochgehen. Okay, so, jetzt fahren wir. Los, 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 los. So, ja, fahr mal schneller. Ich komm sonst nicht neben den LKW her. So, ich bin daneben. So, Sebastian, kletter mal raus. Sehr gut. So. Und jetzt spring mal. Er lebt noch, hat abgebrannt. So, was habt ihr gesehen, wie wir drehen? Und ja, damit ist es natürlich noch lange nicht getan, denn das Ganze, was man gedreht hat, muss natürlich noch bearbeitet werden. Deshalb muss man dann in Rockstar Editor gehen, Kameras setzen, Kamerafahrten einstellen und gucken, dass es natürlich auch zeitlich mit der Szene im Originalfilm übereinstimmt, wenn möglich. Und das ist halt auch schon extrem viel Arbeit. Und in unserem Fall ist es dann halt so, weil wir auf PS4 sind, müssen wir das Ganze dann halt noch exportieren auf den PC und müssen dann auf dem PC noch nachbearbeiten. Das mache ich dann. Ich nehme dann alles auf dem PC auf. Cutte das Ganze und füge das dann nach und nach zusammen, setze dann noch Text ein, zum Beispiel so Intro oder ja, was halt so an Text anfällt, Credits oder sonst was. Das mache ich halt alles am PC. Und natürlich sind auch einige Szenen in GTA nicht umsetzbar, zum Beispiel diese Szene hier. So, jetzt habt ihr die Szene gesehen.
in der Vince quasi aus dem Autodach heraussteht und auf den LKW schießt. Ja, und das Ganze in GTA umzusetzen ist gar nicht so einfach. Und deswegen haben wir uns da halt ein bisschen was einfallen lassen, haben ein bisschen getrickst. Und wie genau und warum das Ganze so lange dauert, das zeige ich euch jetzt. Ihr seht schon die Szene, wo Toretto vor dem LKW herfährt. Ich markiere mal kurz das Stück hier, damit da gleich ein Loop quasi entsteht. So, das sind jetzt 120 Frames, also 120 Bilder. Nur damit ihr schon mal gehört habt, das sind nämlich alles Bilder, die man im Nachhinein bearbeiten muss. Und das ist halt das, was so viel Zeit in Anspruch nimmt. So, und ich zeige euch das jetzt. Also das ist jetzt quasi die Szene, in der Toretto vor dem LKW herfährt. So, und das war es eigentlich auch schon. Aber natürlich muss der Vince jetzt irgendwie hier oben aus dem Dach rausgucken und auf den LKW schießen. So, und wie macht man das? Indem man einfach einen zweiten Clip aufnimmt, wo Vince einmal schießt. So, und das sieht dann so aus. Okay, das war jetzt leider, Leute, das war jetzt leider ein bisschen zu weit. Mal gucken. Das hier. Ja, da hat Vince jetzt geschossen. Sehr gut. So. Und jetzt wollen wir natürlich diese Animation auf das Auto bekommen. So, und was man dazu macht, ist dann folgendes. Man geht auf eine Maske. So. Und dann kann man sich daraus jetzt eine sogenannte Maske erstellen, hier quasi. Indem man einfach so ein paar Punkte setzt hier um den Charakter rum. So. Und dann muss ich eben gucken. Ja, so ist richtig. So, im Prinzip sieht es jetzt so aus. Sieht natürlich jetzt auch nichts aus. Weil, wenn ich jetzt so abspiele, sieht es natürlich total bescheuert aus. Man geht halt hin und markiert jetzt den kompletten Charakter. Das Ganze geht dann so. Ich werde das jetzt einmal ganz kurz für euch machen. Ich lasse es auch nicht in Schnellvorlauf laufen, damit ihr einfach mal seht, wie lange das dauert. Ich mache es jetzt aber trotzdem einfach mal nur grob. Grob bedeutet quasi, dass man das noch feiner machen könnte hier. Und zwar, wenn man jetzt, ihr seht ja, das sind alles gerade Linien. Wenn ich jetzt so einen Punkt anklicke, dann macht er eine Abrundung rein. So. So sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und so könnte man dann noch viel genauer um den Rand arbeiten. Aber nur für jetzt, für euch mal zu zeigen, mache ich es einfach mal eben schnell. So, das heißt schnell. Auch schnell dauert lange. Denn wie ihr seht, ich bin jetzt gerade mal am Ohr. So, und das Ganze muss man quasi mit dem kompletten Charakter machen. So, ich habe mal vorgespult, damit ihr jetzt nicht die ganze Zeit gucken müsst, wie ich hier am Markieren bin. Denn das dauert extrem lange und ihr habt ja gerade gesehen, dass das kurze Stück schon gedauert hat. Und wenn ihr jetzt überlegt, das müsst ihr mit 120 Bildern machen für 2 Sekunden Film quasi, das dauert. Da sitzt man schon mal ein paar Stunden dran. Und so, jetzt habe ich auf jeden Fall den Clip für euch, wie er dann fertig ist. Oder was heißt fertig? Da bin ich noch nicht ganz mit zufrieden, aber es kommt schon gut hin. Und jetzt seht ihr schon, so hier ist jetzt unser ausgeschnittener Charakter. Und hier unten auf der Zeitlinie, also quasi die untere Leiste, das ist quasi meine Maske. Und da seht ihr ja Punkt für Punkt, also Keyframe für Keyframe. Und ja, so sieht das dann quasi dann aus. Ich kann jetzt so durchscrollen und seht ihr, wie der Charakter sich bewegt. Bild für Bild quasi. Ganz langsam, weil der steht ja quasi nur. Und hier drüber, die einzelnen Keyframes, das ist quasi die Bewegung der Kamera, beziehungsweise des Charakters, auf dem Auto. Denn ich muss ja den Charakter auch so ein bisschen ans Auto anpassen, damit er halt ja, sich mit dem Auto mitbewegt, weil das Auto fährt ja. So, und das Ganze sieht dann letztendlich, das ist noch nicht zu 100%ig fertig, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen verändern, aber so sieht es auf jeden Fall schon aus. Ihr seht schon Vince hier oben auf dem Auto. Ich gehe mal kurz an den Anfang. So, und jetzt sieht das Ganze quasi so aus. Und ich finde, das sieht schon nicht schlecht aus. Ich müsste vielleicht die Anpassung ans Auto noch ein bisschen verändern, obwohl ich die schon ziemlich gut finde. Er bewegt sich halt nicht exakt zum Auto, das wird man auch, glaube ich, so nicht hinbekommen. Aber ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Und ja, wie gesagt, ich muss den ganzen noch einen Feinschliff verpassen, aber jetzt habt ihr schon mal gesehen, wie das aussieht und wie lange das einfach dauert, bis so eine Szene dann letztendlich auch fertig ist.
Und ja, es steckt halt einiges an Arbeit drin. Ich habe auch noch viele andere, andere Sachen in den Film eingebaut. Jetzt nicht unbedingt jetzt um sowas wie hier mit Vince quasi auf das Autodach setzen, sondern es sind halt auch viele andere kleine Easter Eggs, nenne ich sie jetzt einfach mal, die ich ins, in den Film gebaut habe. Und ja, die werdet ihr dann letztendlich zum Release sehen. Und ja, das ist auf jeden Fall so die Arbeit, die halt in so einem Film steckt. Und ich hoffe, das Ganze hat euch bis hierher nicht allzu sehr gelangweilt. Und ja, ihr konntet jetzt ein bisschen was mitnehmen. Und vielleicht habt ihr selber Bock, so ein Projekt mal zu starten oder ein Video zu machen in GTA. Habt jetzt so ein bisschen mal gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Ja, jetzt habt ihr einiges erfahren, Leute. Das war jetzt so ein schönes, kunterbuntes, gemischtes Info-Q&A. Behind-the-Scenes-Video, also alles schön bunt gemischt, schön durcheinander. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen ja, näher bringen, wie so ein Film entsteht quasi und was alles so zu machen ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein kostenloses Abo freuen. Daumen nach oben wäre natürlich auch ein Traum und ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr dann noch nicht verpasst, wenn der Film dann endlich rauskommt. Er kommt in 6 Parts und im November starten wir, und zwar, Trommelwirbel bitte. Der erste Part von Fast and Furious geht am 13. November um 20 Uhr in einer Live-Premiere online. Das heißt, ihr könnt dann quasi mit uns schreiben, gleichzeitig den Film gucken. Und ja, dann kommt der Film immer wöchentlich, quasi jeden Freitag 20 Uhr als Premiere. Kanalmitglieder haben einen kleinen Vorteil, weil Kanalmitglieder können den Film schon 2 Tage vorher, also quasi am Mittwoch um 20 Uhr sehen. Und ja, ansonsten für alle gilt auf jeden Fall der Release 13. November, 20 Uhr, Leute. Wir freuen uns auf euch. Danke, dass ihr dabei wart.